Hallo meine Lieben, danke, dass ihr einschalten konntet zu einem weiteren Video von mir. Ich mache heute mal nach Zahlen. Es ist das Geburtstagsgeschenk von meiner Halbtochter, was ich jetzt bekommen hatte. Und es ist ein personalisiertes Bild von mir, meinem Mann und unseren drei Enkelsöhnen. Und mit der Erlaubnis der Eltern darf ich dieses Bild auch zeigen. Und ja, ich wollte euch zum Beginnen, zum Starten dieses Bildes mitnehmen. Das Unboxing dazu hatte ich ja bereits gemacht. Ich überlege gerade, wo ich anfangen soll. Moment, wie viele Farben hatte das Bild? Ja, ich möchte jetzt nicht zu großflächig beginnen. Da habe ich noch mal die Legende auf Papier, falls ich den Druck nicht erkennen kann, aber es ist erkennbar hier auf der Leinwand. Es ist eine weiche Leinwand, ein Stoffleinwand. Ich hatte beim Unboxing gesagt, es hätte 20 Farben. Habe mich irritieren lassen hier von dieser 20, die da drauf ist. Aber wie ihr sehen könnt, hat es auch die Nummer 24. 2, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 2, 4, 5. 26 sogar. Das wundert mich hier gerade. 2, ach so, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es echt nicht. Wieso kann ich nicht zählen? Ja, es hatte nämlich auch viele Pinsel dabei. Ich werde die mitgelieferten Pinsel benutzen. Sechs Pinsel, wie man sehen kann. Passende Größen, also gleiche Verpackung, glaube ich. Und um die Leinwand zu montieren. Sonst war nichts drin. Interessant. Wieso habe ich da nur diese Leinwand, dieses. Also eine Legende über die Farben habe ich ja nicht. Aber das braucht man ja nicht, weil man ja weiß, 18 ist 18, 17 ist 17. Ja, den Druck zeige ich euch auch nochmal. Moment. Seht ihr, wie gut man das erkennen kann? Diesen Bereich hier kann ich ja mit euch malen. Ich muss nur gucken, welcher Bereich das ist. 16. Welcher Bereich ist das denn? Nee, das ist. Das gefällt mir nicht. Was soll ich denn jetzt hier malen? Am besten male ich mal diesen Bereich. Das ist schön. Das gefällt mir mehr. Okay, dann kann es losgehen. ich bin schon aufgeregt. Das sind die Pinsel, die ich vorher bestellt hatte. Moment, das kann man ja direkt auch als Thumbnail nehmen. Ne? Dann habe ich, die benutze ich nicht. Ich benutze dann die aus der Geschenkverpackung und Wasser zum Reinigen der Pinsel. Ich habe ziemlich nah rangezoomt, ne? Und zum Abwischen die Küchenrolle. Es ist zwar nicht empfohlen, die Küchenrolle zu benutzen, weil es Fussel hinterlassen kann an den Pinselhaaren. Ja, aber ich werde das dennoch machen, weil ich habe momentan kein anderes Tuch hier. Ich rede jetzt ein bisschen lauter, gucken. So, welches sollen wir denn hier nehmen? Ah, ich brauche noch Zahnstocher, ne? Ja. Also Zahnstocher zum Verrühren der frischen Farbe. Mein Gott, seid ihr nah ran gesund. Aber gut ist es, dennoch. Welche Farbe nehmen wir denn? Man soll ja mit den Kleinen machen. Erst beginnen. Ich habe die Tipps ja von euch erhalten. Nimm
erst die kleinen Flächen und mit den größeren Flächen kannst du auskorrigieren. Sollen wir die 13 nehmen, die Unglückszahl? Machen wir die 13, ja? So, ich versuche es. Das ist die 13. Wo ist die Kamera? Die 13. Hm. Gut, 13. Ja, da wird viel an Hautfarbe jetzt sein, was ich hier mache. So, ach, wie öffnet sich das denn? Moment, Moment. Gleich habe ich es auf dem Schoß liegen. So, so ist die Konsistenz. Ja, gefällt mir. Einmal umrühren hier. Das ist doch lecker, lecker, lecker sieht's aus, ne? Ach Gott. Ich bin aufgeregt. Richtig aufgeregt. Ja, wo tue ich denn jetzt meinen Zahnstocher hin? Mensch. Auf die Zebra-Rolle, damit putze ich das mal jetzt ab. So. Die Pinsel sind zu viel. Meine Kerze tue ich weg. Ich nehme jetzt... Welche Pinsel soll ich nehmen? Die sind nicht nummeriert übrigens. Die Pinsel, die mitgeliefert wurden, die sind nicht nummeriert. Ich zoome euch ein bisschen zurück. So, die sind nicht nummeriert. Wo öffnet sich das denn? Ja, ob es was für mich ist. Das andere Bild, das ich selbst gekauft habe zum Probieren, zum Üben, das war, glaube ich, Amsterdam, ne? Was ich da zuerst bestellt hatte. Ja, die Größe ist gut. Perfekt. Die sind auch nicht so lang an der Spitze wie meine, die ich vom Internet bestellt habe. 13, machen wir die 13. Wollt ihr näher dran kommen? Ups. Wir haben doch jetzt die 13 genommen, ne? Ja. Die habe ich meiner Tochter gegeben, damit sie auch üben kann. Weil ich ja ein anderes jetzt bekommen habe zum Üben. So. Hier brauche ich keine. Oh, jetzt hoffentlich hört ihr mich noch. Ansonsten rede ich lauter. Ich habe mein Mikrofon nicht gefunden. Ach, ja, 13. Wie war das jetzt? Sollte ich erst mit den kleineren Flächen anfangen oder mit helleren Flächen, so dass man das mit den dunklen Flächen korrigieren kann? So, fürs Video lasse ich mich mal übers Bild hängen. Ja, das ist, glaube ich, besser. Dann hört ihr mich auch besser. Hoffe ich. Ja, wenn man mit der Kamera aufgenommen wird währenddessen, ist es schwer, sich zu konzentrieren und zu reden dabei, ne? Das stimmt wohl. Weil man weiß ja nicht, was man reden soll. Dann ist man so leise, weil man gerade versucht, die Striche hier, die Eingrenzungen richtig zu machen und nicht auf die andere Fläche zu kommen. Also hier ist von sehr groß bis sehr, sehr kleine Flächen alles vertreten. Das ist richtig Übung. Und wenn ich das fertig habe, dann weiß ich, da. Moment, hier ist die 15. Wieso ist auf einmal hier die 15? War hier denn eine Eingrenzung? Nein. Ach so, das ist auch die 13. So, das ist... Sah für mich erst aus wie 15. Leute, erschreckt euch nicht. Ich werde mit der Zeit schneller. Das ist... Weil an dem anderen Bild habe ich wirklich nicht viel weitergemacht. An demselben Tag kam meine Tochter und ich habe es ihr mitgegeben. Habe gesagt, hier, üb mal. Nimm das mit und üb mal bitte.
Ich weiß nicht, wie das Licht bei euch gerade ist. Ich hoffe, ich brauche keinen Blitz. Blitz habe ich jetzt angemacht. Ist besser. So. Ob ich jemals noch ein Bild bestellen würde? Nach meinen ersten Erfahrungen bei dem anderen Bild und meinen zweiten Erfahrungen mit diesem. Ich muss, das ist alles hier, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es macht Spaß. So viel kann ich dazu sagen. Ich weiß, ich bin gerade zu dünn am Auftragen. Aber ob ich das haben muss, ist, ob ich dieses Hobby wirklich dauerhaft machen muss, ist eine andere Sache. Wenn es wirklich Angebote gibt bei bestimmten Anbietern oder Superschnäppchen irgendwo, würde ich es mir vielleicht wieder mitnehmen, weil allein wegen den Ergebnissen, die Ergebnisse bei Malen nach Zahlenbildern, die sind ja fantastisch. Ich habe ja eure Werke gesehen und also die Ergebnisse gefallen mir sehr. So. Was meint ihr? Wie schlimm sieht's aus? Sehr schlimm, ich weiß. Sehr schlimm sieht's aus, ich weiß. Aber ich kann mich nicht richtig mit dem Kopf über die Fläche hängen, weil dann seht ihr die Leinwand, nicht nur meine Birne. Und glaubt mir, es sieht besser aus, als wie ihr das gerade seht auf diesem Video. Also hier die Fläche habe ich ein bisschen dicker gemacht, ich gebe es zu. Dafür habe ich zu wenig Übung. Das wird immer besser. Ich glaube, ich werde immer besser. Ich will jetzt nicht mit der Nummer 13 komplett durch über die ganze Leinwand. Das ist nur fürs Video erstmal. Fortschritte meines Kunstwerkes findet ihr in unserer Facebook-Gruppe Perlenstickerei bei Mine. Ich werde irgendwann im Mai wahrscheinlich wieder ein Fortschrittvideo machen. April, Mai, April glaube ich, ja. Ende April. Dann zeige ich euch, was ich so bei Gelegenheit gemalt habe hier auf der Leinwand. Soll ich das mal auch mit einem Pinsel testen, was ich selber gekauft habe? Moment, ihr seht gerade nur meine Hand und nicht die Fläche, die ich am Malen bin. Sage ich die ganze Zeit überhaupt painten? Ich bin mit dem halben Gedanken hier und nicht am Video. Ey, das ist echt schwer, ne? Ey, das ist verdammt schwer, wenn man sich hier drauf konzentrieren und reden muss. Leute, das ist nicht so schlimm, wie ihr das auf der Leinwand seht. Wie ihr das oft im Video seht. So, ich suche noch eine 13. Hier ist noch eine 13. Hier. Im Auge sind ja Mini-Mini-Felder. Richtig Mini-Felder. Ich glaube, die muss ich mit der Größe 00 oder ich habe dreimal die 0 sogar hier. Mit der muss ich das machen. Das muss ich euch zeigen können. Hier drinnen seht ihr 3 verschiedene Zeichen. Neben der 14 sind noch 2. Ja. Ja, ich habe die Kamera blöd abgesetzt. Die ist direkt rechts. Und wenn ich Rechtshänder bin, seht ihr ja nichts. So. Da ist die 13. Wo haben wir die denn noch? Ich wechsle jetzt sofort die Farbe. Wenn das hier auch durch ist. Welche Farbe sollen wir denn dann nehmen?
Wie lange ist das denn her, dass ich überhaupt mit Stiften gemalt habe? Früher habe ich so in Malbüchern gemalt, so nicht malen nach Zahlen, sondern freie Schnauze, so Mandala-Bücher, die liebe ich ja. So. Apropos Mandalas. Ich würde ja so gerne mal ein Mandala sticken mit Perlen. Aber das muss mit den Farben und so, so toll sein, dass man da auf dieses Konfetti dann Lust hat. Weil ein Mandala als Perlenstickbild stelle ich mir richtig konfettireich vor. So, hier haben wir auch nur 13, aber muss ich die jetzt machen? Nein. Muss nicht sein, ne? Seht ihr die 13 hier? Soll ich die noch machen für euch? Ja, mache ich mit. Komm, das machen wir jetzt. Hui. So, wie geht die denn lang? Da sind ja verschiedenste. Oh. Ne, ich glaube, ich werde meine eigenen Pinsel benutzen. Die gefallen mir nicht so sehr. Oh, die 13 ist sehr groß, die geht weit über hier hin. Seht ihr das? Moment. Bis nach da oben geht die hin. Hätte ich das mal gar nicht gemacht jetzt, ne? Oh Mensch, und dann hier tief rein. Was habe ich hier mir angetan? Ach Gott, jetzt bin ich auch auf der. Oh nee! Ich habe die Flächen mit dem kleinen Finger berührt, die ich gerade frisch gemalt habe. Toll. Toll. Echt toll. So, hier ist die 13. Geht die bis nach hier durch. Na ja, jetzt haben wir die angefangen. Jetzt ziehen wir die auch durch. Aber wisst ihr was? Ich mache erstmal hier die große Fläche so, damit ich die Farbe nicht umsonst vergeude. So. Jetzt habe ich die Farbe voll ausgeschöpft. Seht ihr überhaupt was? Ich weiß es nicht. Ich werde es beim Bearbeiten des Videos, also ich werde es nicht bearbeiten, aber beim Hochladen werde ich es wahrscheinlich sehen. Ich wasche es eben aus. Sehr gefährlich, was ich hier mache. Mein Wasser über die Leinwand halten. Habe ich denn noch eine dünnere hier drinne? Eigentlich nicht. Wo ist denn meine 0000? 00. 000. Seht ihr, die habe ich nämlich separat bestellt gehabt bei Amazon, glaube ich. Dreimal die Null. Und wir können die Spitzen mal vergleichen von dem, was mitgeliefert wurde, mit dem ich gerade versuche zu malen. Seht ihr, die Spitzen sind nicht gut. Mit denen versuche ich das jetzt mal. So, da kann man auch die feinsten Flächen mitmalen, glaube ich. Naja, packen wir auch diese da rein. Wäre jetzt zu schade zum Wegwerfen. Zur Not kann man auch damit malen. Und die Teilchen, die zum Aufhängen gedacht sind, kann man auch gebrauchen. So. Liegt schon auch ganz anders in der Hand. Ich zoome euch mal zurück. So. Sieht nicht schlecht aus, ne? So, richtig sättigen den Pinsel. Eintunken. Seht ihr was? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht, ne? Aber es will nicht werden. Irgendwie will es nicht werden, dass ich vor der Kamera Malen nach Zahlen mache mit euch. So.
Wie ihr seht, liegt es mir nicht in der Hand. Das ist ein Hobby, was nicht sein soll, glaube ich, vor der Kamera. So, das ist schwer. Glaubt man gar nicht, aber ist echt schwer. Ich kriege die... Jetzt kommt so ein Krankenwagen vorbeigefahren. Ich kriege die Konturen nicht hin, Leute. Und mir ist so warm gerade in der Wohnung, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Blöd ist auch, dass es mich stört, dass mein Stativ auf der falschen Seite ist. Nein, das ist nicht... Das soll nicht so sein. Wisst ihr, was ich mache? Ich wechsle wieder meinen Pinsel und nehme einen dicken. Das ist mir ein Kinderspielzeug mit diesem ganz dünnen. Moment. Also auch das nicht. Ich nehme einen dickeren. Vielleicht ist es dann sogar besser. Ich versuche es mit einem dickeren Pinsel. Vielleicht ist der dickere besser. So, sie, ich weiß nämlich nicht, ob ihr was sehen könnt. Jawohl, perfekt, damit geht's besser. Echt, damit geht's viel besser. So. So. Also, somit habe ich gelernt, ich bin kein Mensch für die dünnen Pinsel. Ich weiß nicht, ob man sowas sehen kann. Jetzt muss ich nämlich hier rein. Hier muss ich rein. Das ist... Da muss ich rein. Ich hoffe, ich kann es euch gerade zeigen. Oh. Nee, ich weiß nicht, ob es mein letztes Video über Malen nach Zahlen wird mit euch. Nein, mir gefällt das nicht. Ich habe keinen Spaß dabei, ein Video damit aufzunehmen. Wirklich nicht. Nee. Ich will euch nicht länger die Zeit stehlen hier. Das kann ja ein dreijähriges Kind sogar viel besser. Ja, hier sollte ich vielleicht nachpigmentieren hier. Nee, ich hasse es jetzt schon. Nein, mir gefällt das. Das Malen gefällt mir an sich. Wieso sieht es auf der Kamera total schlimm aus, da? Da auf der Seite. Das ist aber nicht so schlimm. In real sieht das viel, viel besser aus. Komisch, wie das da in der Kamera aussieht. Als wäre das so eine Matschepampe, die ich da hinfallen lassen habe. Na, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. 10 ist auch so eine Farbe, natürlich. Alles ja im Kopf ab. Kopf und Haut besteht ja meistens aus denselben Farbtönen. So. Ich mache es mal hier. Vielleicht wird es flacher. Oh Gott. Ja, ich hätte am liebsten mit euch eine andere Farbe gemalt jetzt. Und die lassen sich auch nicht leicht zuschließen. Die gehen nicht so leicht zu, wie das von dem anderen Anbieter, was ich hatte. Ich tue das am besten mal so weg. Das öffnet sich doch immer wieder. Was, Mensch, was ist das?
Ah, jetzt hat's klack gemacht. Habt ihr das gehört? Jetzt öffnet sich das nicht mehr von alleine. Jetzt ist es wieder luftdicht. Auf jeden Fall, mir hat es zwar Spaß gemacht zu malen und zu üben gerade, verschiedene Pinsel auszuprobieren, aber ich merke, vor der Kamera ist es anders, wie wenn die Kamera nicht dabei läuft. Ich möchte auch nicht eine andere Farbe nehmen und euch jetzt noch länger aufhalten. Und das Video wird euch, denke ich mal, nicht Spaß machen. Aber wenn ihr mir unter den Kommentaren schreibt, Mine, mach das gerne weiter oder Mine, lass es lieber sein. Male vor dich hin, aber lass uns damit in Ruhe. Wir wollen nicht sehen, was du für ein. Dieses Malen nach Zahlen, wie du dieses Hobby zweckentfremdest, sondern mein fünfjähriges Kind kann es besser. Lass es sein, mal für dich alleine, lass die Kamera aus. Dann würde ich das auch akzeptieren. Ich kann mit Kritik umgehen. Aber wenn ihr sagt, ja, Mine, das stört uns nicht, zuzuschauen, wie du dich da krepierend, verkrampfend versuchst, aus der schönen Leinwand Mist zu machen. Schreibt mir das auch. Dann mache ich noch ein Video darüber. Ansonsten male ich wirklich vor mich hin und poste nur halt Bilder für euch. Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. So sieht's aus. Es wird wirklich anders wie auf der Kamera, was ihr jetzt seht. Für mich gef mir gefällt es. Es ist korrekturbedürftig. Korrektur. Bedürftig, überarbeitungsbedürftig, übungsbedürftig und naja, es ist mein Bild, es wird bei mir hängen, es wird keinem anderen Augenschmerzen zubereiten. Heute ist das Reden ziemlich schwer für mich, weil das war echt gerade anstrengend. Kamera an und dann versuch mal hier mit diesen Pinseln was zu malen. Ja, denn demnächst müsste ich mein Stativ statt hier auf rechter Seite oben drüber über mir halten, so dass ihr von oben drauf schauen könnt. Quasi so. Ich versuche es mal gerade. So, dass wenn ich nämlich von hier meine Hand halte und versuche zu malen, dass ihr von hier schauen könnt. Ja. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich würde mich über eure Kommentare diesbezüglich freuen, ob ich es sein lassen soll vor der Kamera, ob ich weiter Videos darüber aufnehmen soll. Ich hoffe, ich habe euch nicht eure Zeit geraubt. Da drüben, ja, wenn ich schon mal dabei bin, mit dem Stativ durch die Gegend zu fuchteln. So, da drüben habe ich nämlich meine Glaseule. Da habe ich meine Glaseule. Seht ihr? Kann ich auch dran halten. Moment. So, da habe ich gerade das Video von der, also den Stream von der lieben Nina und Sven vom letzten Samstagabend geschaut und musste pausieren, weil ich halt jetzt endlich mal mein Malen nach Zahlen Geburtstagsgeschenk rausgeholt habe. Den gucke ich weiter. Ich werde noch eine Stunde. Wollt ihr sehen, wie weit ich bin? Nämlich auch nicht so weit, weil ich ja das Geschenk meines Mannes versuche fertig zu machen, was bis Ende März fertig sein muss. Hier habe ich meine ganzen Steinchen, die Strasssteinchen, meine Legende drin. Ja. Ist übrigens letzte Beutel davon. Wer das Bild zu Hause hat, kennt's. Da hatte ich meine Leinwand hängen, weil die war so zerknittert, als sie kam von meinem Malen nach Zahlenbild. Hatte ich aufgehangen. Ich habe einen so rum nach unten rum gehalten und einen nach oben, sodass das auch von unten gezogen hat, dieses Gewicht. Ja, da ist natürlich die Folie drüber, keine Sorge. Moment.
Mal schauen, ob ich das zeigen kann. Viel kann man nicht erkennen. Ich habe im letzten Stream ja schwarz genommen. Das Schwarze habe ich versucht weiter beizubehalten heute. Ich habe halbe Stunde gemacht. Noch eine Stunde kommt heute auf die Glaseule. Und da ich heute frei habe, werde ich danach, so schrecklich, wie man das sieht, ne? Ja, den Rest werde ich dann nach und nach täglich eine Stunde auf der Glaseule verbringen, sodass es auch fertig wird mit der Zeit mal und nicht einfach stehen und liegen bleibt, wenn ich schon dabei bin und ihr an der Ecke meinen Beutel gesehen habt. Hier ist nämlich das, erschreckt euch nicht, ich habe es nicht einsortiert, wenn ich schon eure Zeit geraubt habe mit meinen Malversuchen gerade. Seht ihr, was das ist? Wisst ihr, was das ist? Man bekommt schon Angst, aber direkt auch die Lust. Damit zu beginnen. Hohoho. Ja, das sind die Farben. Ich habe es nämlich so eingewickelt. So, kann ich es euch zeigen. Von meinem XXXXXXXXL Kreuzstickbild von Quan Tse Hui. Hui. Da ist mir ein Karton rausgefallen. Schöne Farben. Ich liebe dieses Gefühl von dieser Seide, ne? Ich liebe es einfach. Es ist unnormal schön. So, das sind zwei. Also das ist nicht komplett zwei. Seht ihr die Farben? Also wie die glänzen, alleine schon wie die glänzen. Ja, da nochmal. Boah. Ja, da sind dann noch größere Teile. Moment, das wickel ich wieder mal eindreckt, bevor es hier verknotet, sich selbst verknotet. So. Da ist das Ganze, was sehr, sehr, sehr oft und sehr, sehr, sehr viel im Bild vorkommt. Oh, ja. Ist viel. Ich weiß, ich habe es nicht eingeräumt. Ich habe es so liegen gelassen als so ein Beutelprojekt in meinem Stoffbeutel. Was ich daran nur gemacht habe, ist, da war im letzten Stream die Rede von, mit zwei oder drei Fäden. Das ist jedem seinem Geschmack überlassen. So. Das kann ich nämlich zeigen. Als erstes, ich habe gehört, wenn ich zweifädrig sticke, sieht man den Hintergrund, der schimmert durch, der kommt irgendwie durch bei hellen Farben. Das Bild, wenn es fertig ist, wird... Oh. Wie blöd habe ich, was habe ich denn da gemacht? Ich muss frischen Nagellack, meinen Nagellack auffrischen. Das wird ja ins Wasser getaucht. Dann löst sich die Malerei oder der Aufdruck von hinten weg. Das ist wasserlöslich. Daher braucht man keine Angst haben. Das ist es auch nicht, was mich stört bei diesen Zweifädig-Sticken. Es stört mich einfach. Wie soll man das sagen jetzt? Ja, nicht so dicht ist. Ich will jetzt nicht farbintensiv sagen. Es ist nicht so dicht. Wenn man möchte, dass man die Kreuzchen einzeln erkennt, dann ist es Geschmackssache. Aber ich habe das dann lieber so. Das ist dreifädig. Weil wenn man später da drauf schaut, will ich nicht, dass man den weißen Stoff durchsieht. Die Farben, die gehen sowieso weg. Die muss man sich weg vorstellen. Hier, das war nämlich alles dreifädig. Das ist so eine Fläche, seht ihr? Das ist dreifädig. Und die weißen hier, das ist zweifädig. Dreifädig. Ja. Wie ihr seht, bin ich noch bei meinen Übungen geblieben. Also hier habe ich auch noch gemacht.
Ich weiß nicht, ja, zweifädig ist leichter als dreifädig zu sticken, das stimmt. Aber es ist groß. Sehr groß. Hier steht die tatsächliche Größe nicht drauf, aber bei dem Unboxing habe ich es erwähnt. Moment, hier müsste die irgendwo stehen. Das ist die Legende. Man hat ein ganzes Buch davon. Als Legende. Also wenn ich das sticke, bin ich definitiv 65 und kann in die Rente. War das bei Frauen 65? Hier steht bei 11 und 14 CT soll man ja zweifädig sticken. Soll man. Ich weiß nicht, ob ich bei zweifädig bleibe. Aber ich habe gehört, wenn man zweifädig stickt, soll man, ich weiß nicht, wie diese Methode hieß. Wenn jemand das von euch weiß, kann mir das bitte in den Kommentaren hinterlassen. Da wäre ich dankbar für. Wenn man zweifädig stickt, soll man, damit das akkurat aussieht, mit der Nadel zwischen zwei Fäden durchstechen, die man dann halt am Ende auf dem Stoff hat. Da soll man mittendrin durchstechen. Hat irgendwie einen Namen. Ich komme da jetzt nicht drauf. Und zwar hat dieses Bild wegen der Größe, jetzt sehe ich es auch, 617 zu 310 Stichen. Das ist die Breite. Das ist das Bild übrigens. Und es hat 11 CT. Die Größe ist 155 mal 85. Ich habe dieses Bild bevorzugt. Erstens wegen den Kirschblütenbäumen. Zweitens wegen dem Häuschen, drittens wegen dem Wasser. Und ich will gucken, wie das auf einem Kreuzstickbild diese Spiegelung im Wasser hervorkommt. Und weil da diese Zeichen bei vielen Bildern, die ich da halt bei AliExpress gesehen habe, stehen teilweise Schriftzüge auf dem Bild drauf, die dann auch mitgestickt werden. Das wollte ich halt nicht. Ja. Ich würde es am liebsten sofort anfangen, hätte ich kein einziges anderes Projekt momentan laufen. Aber es gibt Projekte, die halt ich mir selber Datum gesetzt habe und daher muss es nun warten. Warten. Das war's von mir aus in diesem Video. Ich hoffe, mein Video hat euch Spaß gemacht. Die ersten 28 Minuten habe ich mit meinen Malversuchen euch geraubt. Bitte verzeiht mir. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Bis dahin, ciao, eure Mine.